Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe die Reels gekriegt, das sind Cornflakes von 4Bro. Die gibt es zurzeit in zwei Geschmacksrichtungen. Das hier wäre einmal Bubblegum und einmal Peanut Shock Mix. Shock Peanut Mix, genau. Bubblegum Mix und jedes Mal mit Marshmallows. Ich würde mal sagen, ich mache die Dinge auf, wir schauen uns die mal genauer an und dann teste ich die. Bis dann. So Leute, die Milch ist drin. Jetzt ist das Ganze auch ganz schön schwer. Ich würde mal mit dem Peanut Shock, Shock Peanut Mix beginnen und schmatzen wir mal ein bisschen. So, müsst jetzt einfach mal ein paar Bissen nacheinander essen. Ich habe mal den Marshmallow einzeln probiert. Interessant ist, dass hier auf dem Bild doch relativ viele Marshmallows sind. Da drin aber eher wenig, wie ihr es auch auf dem Teller gesehen habt. Das zweite ist vom Geruch auf jeden Fall. Also auch schon im trockenen Zustand. Das Ding riecht übel nach Peanut, also nach Erdnuss. Und es schmeckt auch nach Erdnuss. Hier riecht es noch, jetzt mit Milch, nach irgendeinem Vanillearoma, würde ich jetzt behaupten. Ja, oder einfach was Schokoladiges. Das muss nicht unbedingt Vanille sein. Genau, nach was schmecken die Dinger? Die schmecken richtig crunch. Ich habe jetzt auch das Marshmallow probiert, das ist richtig knusprig. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Bin mal gespannt, wenn ich das jetzt hier in der Milch hatte, ob das jetzt weich geworden ist. Ich probiere gerade mal eins. Von außen wird es ein bisschen weich, aber innen immer noch crunch. Ist interessant, wie die das hingekriegt haben. Ansonsten schokoladiger Peanut-Geschmack. Das erwartet euch hier. Eigentlich so ganz gut. Hätte ich gesagt, hey, wenn es eine größere Packung geben würde, würde ich es mir vielleicht auch kaufen. Ich meine, das sind 35 Gramm. Ich finde das ein bisschen wenig für ein Frühstück. Also ich werde davon nicht satt, vielleicht ein kleines Kind. Ja, aber ansonsten guter Geschmack, muss ich loben. Jetzt kommen wir mal zum Bubblegum. Boah, das erinnert mich aber an was. Richtig extremer Bubblegum, künstlicher Bubblegum-Geruch. Und zwar extrem nach Bubblegum-Erdbeer. Und diese Erdbeer kenne ich irgendwo her. Und zwar schon von lange her. Irgendwelche Lollis oder was es da früher so gab. Extrem, also wirklich extrem. Orangengeschmack. Gefriergetrocknete Marshmallows. Daher kommt also das. Dann mal probieren. Hier hatte ich sogar, dass die Marshmallows weich geworden sind. Finde ich auch geil. Passt gut dazu. Nummer 2. Die Dinger sehen ja aus wie die Fruit Loops von Kellogg's bzw. Honigbienen-Dinger. Gab es ja auch mal, beziehungsweise heißen sie ja Lamas. Keine Wertung dazu, ist weder gut noch schlecht. Was mir hier jetzt aufgefallen ist, der Geruch ist stärker wie der Geschmack. Also dieser künstliche Bubblegum-Erdbeergeschmack kommt nicht ganz so gut durch. Kann auch sein, dass es sich von denen gelöst hat, denn die werden doch ein bisschen blasser, die wo in der Milch waren, wie die, wo jetzt noch nicht so nass geworden sind. Ja, und die schmecken auch dann ein bisschen anders. Das wäre mal das Erste. Das Zweite, ein interessanter, cooler Geschmack auf jeden Fall. Und das Dritte, was wollte ich noch sagen, genau, man spürt ein bisschen diesen Zitronengeschmack. Da sind ja auch so Orangenringe dabei. Ich muss gerade mal den probieren, vielleicht kommt es genau daher. Ja, und die schmecken wirklich stark nach Orange. Erinnert mich jetzt an diese Fruit Loops von Kellogg's, wie gesagt. Aber cool, auf jeden Fall. Das Orange passt auch dazu. Das Negative wieder mal, ähnlich wie hier, dieses Maisding, das kommt sehr stark durch. Und der Geschmack verliert sich ein bisschen. Also man hat dann doch relativ viel von diesem Maisgeschmack im Mund. Haltbar sind die Dinger fast ein ganzes Jahr. Ich glaube bis Februar. Ja, ich weiß, viel zu meckern.
Zum Geschmack her interessant, bisschen zu lasch, weil das einfach weggewaschen wird von der Milch und der Maisgeschmack kommt einfach ein bisschen zu stark durch, ist aber nicht schlecht. Also meckern auf hohem Niveau, aber da das doch preislich etwas höher liegt, vor allem an der Grammzahl gemessen, finde ich, muss es etwas Besonderes sein wie normale Kellogg's oder Billig Cornflakes oder sonst was. Und da müsste dann halt doch ein bisschen mehr sein, meiner Meinung nach, weil sonst könnte ich mir auch die Kellogg's aus Mais kaufen, wo gar keinen Geschmack haben. Ich weiß, ich bin sehr kritisch, aber ich finde, das ist auch richtig so. Falls ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich schaue mir noch die Preise an und je nachdem, wie viel die großen Packungen kosten, kann man sich überlegen, das nochmal zu kaufen oder eben auch nicht. Macht's gut, bis dann. Ciao. So, ein kleiner Nachtrag noch dazu. Ich habe die jetzt schnell aufgegessen und mir ist dabei aufgefallen, dass ich eigentlich bei meinem Fazit nur dich hier erwähnt habe und dich hier ganz vergessen habe. Die hier schmecken echt gut. Das ist was Besonderes. Die haben einen geilen Peanut-Geschmack, den ich so noch nicht geschmeckt habe irgendwo bei Cornflakes. Zum Zweiten, der Schokogeschmack ist sehr stark, sehr dominant. Von daher, wenn ich mir einen von den beiden kaufen würde, wäre es definitiv dieser hier. Und der Maisgeschmack passt auch irgendwie dazu. Also er ist nicht so fehl am Platz wie hier. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass dieser Bubblegum-Geschmack, den man am Anfang so stark gerochen hat, dann so schwach geschmeckt hat. Zur Orange passt hier gut dazu. Da geht der Geschmack auch nicht so weg, finde ich. Nummer 2 noch, ganz kurz zu der Größe, 35 Gramm. Ja, ich habe mir gedacht, okay, für Kinder ist das natürlich in Ordnung, Schulpause und so weiter, aber wie willst du da halt die entsprechende Packung Milch mitnehmen? Gibt ja in so einer Größe auch nicht, aber egal. Was ich mir aber überlegt habe, ist, ich habe mal ein Interview gelesen vom ProBro Gründer. Er möchte sich ja mit seinen Produkten an die Shisha-Bar-Jugend wenden. Also diese Produkte werden für Leute entwickelt, die so typisches Shisha-Klientel sind, ja. Meines Erachtens nach ist es erst ab 18 Jahren und geht dann so bis 25. Und diese Leute gehen nicht mehr zur Schule, haben keine Pause, die gehen höchstens zur Ausbildung, arbeiten. Oder arbeiten halt auch nicht. Oder studieren vielleicht auch noch im besten Fall. Aber da finde ich das ein bisschen zu klein, um ehrlich zu sein. Frauenportionen vielleicht ja. Aber für einen Mann, der vielleicht auch noch in die Muckibude geht, ist das hier definitiv zu wenig, Leute. Da müsst ihr größere Packungen machen. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Das kotzt mich jedes Mal an, wenn ich viel zu kleine Dinger kriege. Und ja, ich habe jetzt die zwei gegessen. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich bin nicht satt. Ich bräuchte noch mal zwei mindestens. Von daher überlegt euch vielleicht mal ein bisschen größere, 50 Gramm würde auch nicht schaden. Ansonsten cooles Produkt hier, Verbesserungsbedarf hier, aber auch coole Idee. Ich glaube, das ist eine faire Bewertung. Ich werde von niemandem gesponsert, das ist mein eigenes Ding, was ich hier mache. Nur mal so nebenbei gesagt. Bis dann, ciao.